Konkurrenz. Der gepflegte Unterhaltung. Ah. They are here. They are here. Oh, ich hab einen Knick in der Linse. Das ist kaputt. Wir können Prolog und Demo spielen. Ich würde sagen, wir gehen in die Demo und testen einfach. Auf der Gracewood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihrem Fenster schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalistin Taylor Fox reist zur Gracewood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Hype! Freunde, wir sind heute Reporterin und wir untersuchen etwas. Ich bin sehr gespannt, wie es ist. Und ich würde einfach sagen, im Schocktober gehen wir einfach mal mit. Alles klar. Und es sieht sogar noch richtig gut aus, aber auch, es ruckelt ein bisschen. Zeigt mal ganz kurz. Einstellung. Wir werden das einfach mal ein bisschen, keine Rahmenvollbild, ausschalten. Max F, lass uns mal bei 30. Gamma, lassen wir mal so. Niedrig, episch. Okay, Darstellungs. Wir machen mal alles auf hoch. Vielleicht läuft es dann schon etwas besser automatisch. Das macht die automatische Erkennung. Okay. Würde ich sagen, gehen wir zurück und mal ein Spiel fortsetzen. Es läuft flüssiger. News. Linke gedrückt halten, um ein Foto aufzunehmen. Dies ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Das sind also anscheinend Shermans Haus. Also Freunde, ich hoffe, mit der Audio geht alles. Ich musste eben schon Deadcraft 2 zusammenschneiden. Habe ich's alles drum und dran? Also Leute, das sieht echt gut aus, ne? Aber es wird nicht kommen. Aber wir sind hier bei Aliens. Und spielen sozusagen den Prolog. Da ist ein Zettel. Das Haus untersuchen. Ein Zettel des Farmers. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Wir müssen das Haus untersuchen. Ich würde die Tür gern zumachen. Okay, wir sind jetzt in dem Haus des Farmers. Okay, wir haben eine Störfrequenz. Warum sie die Tür nicht zumacht, ich verstehe das nicht. Das war das Erste, was ich machen würde. Alles klar, da gehen wir, können wir nicht lang. Oh, das ist zu. Hier gab's Pizza anscheinend, die alte Zeitung. Mystery Skyerberg seen here in Orono. Was steht da? Dies ist eine alte Zeitung über Contro. Was? Korn, Kreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wüsste ich das nicht? Oh, ich weiß noch, es gab einen Alien-Film. Das war auch mit so einem Farmer. Da habe ich mir in die Hose geschissen, den habe ich als Kind gesehen. Da war der dann auf einmal, ich weiß nicht mehr, wie er heißt,
Oh Gott, aber der war so gut, da habe ich als Kind richtig mitgefiebert. Den habe ich geguckt, ganz heimlich. Das war ganz cool. Dann habe ich den irgendwann mit meinen Eltern nochmal zusammengeguckt. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Okay. Hier ist der Hund. Der wurde anscheinend aggressiv. Und ich nehme an, der Sohn. Da ist was offen. Ein Walkie-Talkie, ein Funkgerät. Allem Anschein nach gehörte es dem verschwundenen Mädchen. Beim Lauschen kann man sehr seltsame Laute hören. Okay. Ich bekomme eine Gänsehaut. Es wird immer kälter. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman-Familie. Ein Zettel. Wartet ganz kurz, bevor wir das jetzt machen, muss ich diesen uraußerirdischen Popel aus meiner Nase entfernen. Easy. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch, als ich eintrat. War sie in ihrem Bett nicht mehr und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Megan. Ein Bild. Kinderzeichnung, ich krieg Gänsehaut. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Hier ist der Hund. Er bellt. Sie freut sich. Hier ist sie traurig. Der Hund ist tot. Kinder und ihre Zeichnung. Es kann manchmal nichts Gruseligeres geben als genau das. Bitte achtet drauf, weil Kinder verarbeiten dort Sachen, ne? Indem, wenn sie malen. Bitte habt ein Auge drauf. Und ganz wichtig, nehmt das auch mal ernst. Noch ist alles normal. Ein Foto aus dem Internet. Es sieht so aus, als hätte Peter Sherman ein etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Okay. Hier hat er also auf jeden Fall schon Skizzen und Sachen angelegt und hat sich die ausgedruckt. Er hat recherchiert. Aber wie mögen Aliens wohl aussehen? Ich weiß es nicht. Das sind ja keine Xenomorphs. Oh, hier. Kindertagebuch des Farmers. Sticker, ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Der Text: Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge. Aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern. Oder Fenstern drehte sich genau über dem Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdische mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, zu meinem Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen.
Neues Material für die Fotostory. Alter, ist das unangenehm. Zettel des Farmers. Ich habe vieles über die Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. Das sind kleine grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Ein zum restlichen Körper unproportional großen Kopf, keine Haare, tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange dünne Gliedmaßen. Ich mache immer mein Headset leiser, weil das echt dröhnt. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit grellem Lichtern am Himmel, in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen. Und die Tiere beginnen zu rasen, dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wiedererlangten, fanden sie sich anderswo wieder, zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar. Ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Wir sind im Schocktober und ich habe trotzdem Angst. Also Leute, ich will mal gerade eins sagen, ihr seht das ja, ne? Aber das Spiel punktet unnormal mit dem Feeling, was es hat. Gehen mal runter. Weil ich habe wirklich Schiss. Der war vorher nicht umgeschmissen. Und die Tür war zu. Ist das Badezimmer. Als Kind bekam ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Durchsetzte Male, dutzende Male wandelte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Erstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach. Die Entführung. An die Entführten durch Außerirdische erinnere ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da, da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht. Eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Nein, ich bin nicht verrückt. Eine Büchse mit einem seltsamen Gerät in einem Zettel behauptete Peter Schermann, ein außerirdisches Implantat hinter dem Ohr hervor ausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen? Dann werden sie uns auf jeden Fall folgen. Ich habe Schiss, das Spiel zu spielen. Wir nehmen das jetzt. Hier ist der Fernsehen.
flackert. Foto von toten Tieren. Wahrscheinlich von der Farm, ne? Oh. Alter. So, rechte Maustaste. Wow. Wir müssen zu unserem Auto. Oh! Da ist er. Ich laufe zum Auto, ich laufe zum Auto. Ich kann nicht schneller laufen. Rein da. Rein da, rein da, rein da. Wir haben das Implantat. Na komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Geh an, nein, nein. 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 Ich muss raus. Geh an, los. Nein, nein. Das, wofür ich es halte? Nein! Geh an! Geh an! Holy Macaroni! Demo. In der Vollversion des Spieles finden Sie ein größeres Territorium der Gracewood Farm und eine vollständige Geschichte einer Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, um eine vergünstigte Veröffentlichung nicht zu verpassen. Jo. Ne, das machen wir gleich. Freunde der gefleckten Unterhaltung, das war die Demo. Hier ist auch noch ein Prolog. Den werden wir jetzt aber mal überspringen. Das Spiel ist geil, ich glaube, das hat ziemlich Potenzial, weil dieses Feeling war schon echt bedrückend, aber es war geil. Ich würde sagen, bewerten, kommentieren nicht vergessen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Habt einen schönen Schocktober, bis zum nächsten Mal. Ciao. They are here.